das ehemalige Grand Hotel, 1902 von Hotelier Ernst Lutz erbaut, sollte wieder einmal unser Ziel sein. In Zusammenarbeit mit dem Ghost Hunter Team Bavaria und Paranormalermittler Chris soll das Schlosshotel Waldlust, welches heute auch als einer der Spukorte Deutschlands gilt, untersucht werden. Mit neuen Ideen im Gepäck kam man dann schließlich am Objekt an. Wir sind jetzt zum vierten Mal jetzt schon in der Waldlust, also geht so 2016 das erste Mal. Das war damals schon ein Erlebnis, so gerade im Februar, da war es hier wieder ganz andere Witterungsverhältnisse. Heute ist aber auch schon wieder Oktober. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall reizt uns die Waldlust, na klar, immer wieder hierher zu kommen. Vor allem hat man ja schon so viel erlebt. Also ich denke da bei mir gerade 2016, wo wir diese Schritte im fünften Stock gehört haben, klipp und klar, konnte man EVP-technisch aufzeichnen. Schritte. Dann logischerweise auch im Speisesaal die ganzen Geschichten, die wir erlebt haben, also emotional vor allem auch, also das ist irgendwie, die Waldlust hat da irgendwie die Möglichkeit, da emotionstechnisch da auch eine Rolle zu spielen. Haben schon echt viel erlebt in der Waldlust und für uns als Get-Team war es definitiv klar, wo wir gesagt haben, komm, wir müssen nochmal in die Waldlust, wir müssen mit neuen Ideen hier nochmal rein. Haben uns da abgesprochen mit dem Ghost Hunter Team Bavaria, mit dem Chris und haben gleich gesagt, klar, das machen wir nochmal und wir wollen nochmal schauen, was jetzt die Waldlust also heute Abend oder heute Nacht vielmehr uns wieder denn bringt. Wir haben damals in dem 48-Stunden-Projekt so viel erlebt. Ich habe das jetzt die Tage nochmal Revue passieren lassen durch meine Aufzeichnung und so weiter. Und ich würde da gerne nochmal dran anknüpfen, einiges nochmal hinterfragen, nochmal an Stellen gehen, die damals sehr interessant waren. Und es ist immer wieder spannend, ein Objekt ein zweites oder drittes Mal sogar zu untersuchen. Also ganz klar ist natürlich das kleine Mädchen hervorzuheben, die ich öfters mal einerseits auf EVP habe. Zum Beispiel, wo ich einmal durch den Gang durchgegangen bin, da hat sie einfach mal nebenbei so ein kleines leises Hallo. Und dann hatte ich nochmal so leichtes, also ganz, ganz leichtes Kindersingen mit drauf gehabt auf einer Aufnahme. Das war, glaube ich, Waldlust 3 gewesen. Und wo wir auch alle zusammen, also auch ihr jetzt mit der GET, da waren wir oben in einem Raum gewesen, da war ein Spiegel aufgebaut und da war etwas ganz Besonderes und zwar ist da eine kleine Schattengestalt durchs Bild gehuscht, aber durch den Spiegel nur. Und von der Größe her würde ich beinahe sagen, okay, das könnte auch das Mädchen gewesen sein. Schritte. 2. Japanischen Matratze? Oder war das ein ganz anderes Bett? Schritte. 2. Die Waldlust ist für mich einer der interessantesten und aktivsten Orte hier in Deutschland und vielleicht auch darüber hinaus. Aktiv dahingehend, dass wir hier schon unzählige paranormale Phänomene einfach festgestellt haben, wie zum Beispiel Schritte oder andere Geräusche, Gerüche. Aber vor allen Dingen hat die Waldlust so eine ganz ureigene Atmosphäre. Und was sie mit uns macht, das ist eines der interessantesten Phänomene, die ich bisher jemals beobachten konnte beim Ghost Hunting. Sie nimmt uns quasi gleich, also wird uns da gleich so einsaugen, kann man schon fast sagen. Und dann wird sie mit uns Dinge tun.
Und das ist ganz, ganz spannend, so auf psychischer Ebene einfach, weil wir wirklich aufpassen müssen, dass wir da nicht die Kontrolle verlieren. Das ist uns beim letzten Mal passiert tatsächlich. Es hätte fast zu einem Riesenkrach geführt. Und wir haben dieses Mal also wirklich ein Codewort vereinbart, dass wir einfach wissen, wenn jemand von uns diesen Satz sagt, dann müssen wir aufpassen, dann passieren hier Dinge, die eigentlich nichts mit unserer Persönlichkeit mehr zu tun haben. Und das ist natürlich gleichzeitig wirklich auch ein Stück weit schon fast gefährlich. Und deshalb fasziniert mich das einfach ungeheuer, da jedes Mal wieder hinzugehen und zu gucken, was passiert diesmal. Das, was passiert, steht völlig außer Frage. Ja, vierte Mal Waldlust, viertes Mal Abenteuer, sagen wir es mal so. Wir haben hier in viermal ganz viel erlebt und ja, von Schritten, über Kaffeeduft, über Schattensichtungen. Und ich habe mir eigentlich geschworen, nach unserem 48-Stunden-Projekt, ich betrete das Gebäude nie wieder, weil da einfach, klar, hinterher kommt man dann drauf, dieses Gebäude hat die Fähigkeit, einen tatsächlich ganz schön zu beeinflussen. Naja, wir sind da von unten her raufgefahren, dann hast du Waldlust so von unten gesehen gehabt. Ich habe mir echt nur gedacht, wow, was für ein geiles Gebäude. Wir werden heute triggern. Das heißt also, wir haben so ein komplettes Setting uns ausgedacht, einen kompletten kleinen Film sozusagen, der dann in vielleicht einer halben Stunde sowas abgedreht werden wird, in historischen Kostümen unter, naja, sagen wir mal, fast reellen Bedingungen. Wir werden also hier drei Leute einchecken und unser Micha wird quasi so den guten Geist des Hauses mimen, also jetzt nicht im übertragenen Sinne, sondern als Ober, also doch im übertragenen Sinne. Und ja, da sind wir natürlich sehr gespannt, wozu das führen wird. Wir haben das ja letztes Mal tatsächlich auch schon gemacht, als wir diese zwei Nächte hier drin waren. Allerdings haben wir damals aus Gründen, die auch wieder kein Mensch heute mehr nachvollziehen kann, tatsächlich keine Kameras und nichts mitlaufen gehabt. Und das soll sich natürlich dieses Mal ändern. Wir wollen sozusagen so ein bisschen dieses Hotel aus dem Dornröschenschlaf wieder wecken, indem wir halt versuchen, so Erinnerungen anzustechen, so ein bisschen das zu triggern, so heißt es halt, und dann vielleicht darauf Reaktionen hervorzurufen. Wenn wir das getan haben, so diese halbe Stunde, dann werden wir was essen und einfach erstmal möglichst den kompletten Bau erstmal wieder ganz in Ruhe lassen und dann wird die eigentliche Investigation dann einfach auch beginnen, also die eigentliche PU. Nun wurde alles für das Triggern vorbereitet. Auch das Kinect-System wurde ausgerichtet und die Kameras wurden bereits im Haus positioniert. Nee, nicht schieben oder drehen, lass mal, ja, stopp, und dann ein bisschen nur kippen. Mach langsam. Ich freue mich auf den. Man bereitete sich nun für das Triggern vor und alle Kameras liefen bereits mit.
Chris hat seinen Rampot auf einem der gedeckten Tische platziert und die Paraskope waren ebenso im Sichtfeld der Kameras. Hier zeichnete eine Kamera im Speisesaal die folgenden Sequenzen auf. Circa 2 Minuten später reagierte der Rampot noch einmal. Und 14 Minuten später zeigte das Paraskop auch sein erstes Bild. Alle waren nun auf Position, wobei Peps sich alleine im ersten OG aufhielt, um gegebenenfalls dort Anomalien zu beobachten. So, meine Lieblingsin, das ist Schlosser Till Waldlust. Einen wunderschönen guten Abend hier am Schlosser Till Waldlust. Das ist ganz recht herzlich begrüßen. Und ich möchte mich erstmal ganz kurz selber vorstellen. Mein Name ist Böhm. Ich werde Sie hier in der Rezeption immer zur Verfügung stehen. Ist ja klar, 24 Stunden sind wir für Sie im Service auf dem Zimmer. Also Sie müssen sich nur wir müssen auf jeden Fall alle Ihre Wünsche. Das ist unser Ziel hier im Haus. Aber zunächst bräuchte ich Ihren Namen, dass ich weiß, wer hier ins Haus hineinkommt. Keitel. Mhm. Da sehe ich, Sie haben dieses Wochenende gebucht. Und ich habe also hier das Zimmer 123 in der ersten Etage für Sie reserviert. In der klar die schönste Suite hier im Hause, eines der schönsten Suiten. Ich hoffe, Sie haben sich hier im Hause dann schön und wohl gefühlt. Und ich möchte Sie bitten, wenn Sie nach oben in dieser Etage angekommen sind, dass Sie vielleicht in den Speisesaal kommen, denn das Essen wird bereits schon serviert. Und es wäre eigentlich untrüglich, wenn Sie nachher kein Essen mehr bekommen würden. Deswegen, wenn Sie oben angekommen sind, der Kellner wird Sie entgegennehmen und Ihnen den Tisch zuweisen. Gut, Herr Böhm. Unser Koffer steht hier. Ja, da haben wir gerade ein kleines Problem. Es ist gleich schon fortgeschrittene Stunde. Und ich möchte Sie bitten, vielleicht heute noch mal den Koffer selber hochzutragen. Okay. Ich hoffe, es ist keine Umstände für Sie, weil unser Personal ist gerade, ja, wir sehen es da draußen selber, Herbstzeit, viel krank. Also wenn Sie das noch selber ordnen können, dann lassen. In der Tat, ich hätte mir natürlich anders vorgestellt, aber ich nenne es gerade nicht anders. Entschuldige, sehr gut. Ja. Sehr gut. Vielleicht auch das letzte Mal ist das. Ja, das müssen wir sehen. Wir gucken, wie der restliche Service ist. Wir werden schauen. Okay, ich glaube, wir müssen sowas zu Fuß gehen. Das kann jetzt nicht. Na gut. Es ist ein guter Start in den Sommer, meine ja. Liebste. Chris stellte nun den mitgebrachten Koffer absichtlich in den Gang, mit der Idee, dass jemand dieses Verhalten nicht toleriert und vielleicht den Koffer umstößt. Ich möchte Sie jetzt an den Tisch begleiten, der Sie heute Abend hier mit Essen versorgen soll. Also bitte folgen Sie mir. Sie erwartet, würde ich Sie gerne mal hier eine Speisekarte reichen und
Ich würde Ihnen gleich auch ein Getränk reichen. Was wäre so Ihr Wunsch heute Abend? Rotwein, ich kann mir mal einen vorstellen, der vielleicht für Sie in Ordnung wäre. Also schauen Sie erstmal gerne die Karte, ich bringe Ihnen was. Sehen. Irgendwie bin ich mit dieser Gestaltung nicht so zufrieden. Darf ich Ihnen schon mal einen Wein vorstellen? Ein Wein des Hauses. Ja, definitiv auch. Also wir haben ja schon eine Kombination, mittlerweile mehr Beziehungen ins Ausland auch. Also deswegen kann ich diesen nur empfehlen. Ich darf Ihnen gerne zum Probieren mal einschenken, wenn Sie das möchten. Auf die Damen. Ich warte auf den. Okay. Na doch. Die Einschätzung meines Gatten. Gut, ja. Ich vertraue Ihnen diese Dinge voll und ganz. Das ist sehr schön. Jawohl. Haben Sie schon gewählt? Wollen Sie schon dieses Menü heute Abend mal? Ja, ich würde gerne die glasierte Entenkeule nehmen. Okay. Mhm. Ja. Aber vorweg kriegen Sie na klar die Mandarine de Cuisine, die würde ich als erstes reichen, dass wir einfach mal so in dieses Abendsgeschehen reinkommen. Und ich bedanke mich schon dafür. Vielen Dank. Ja, was hat Sie vorkommen? Sind Sie? Dann kann man wieder durchaus. So, heute Morgen erst angereist bzw. frisch importiert und ja, ich bitte Sie zuzugreifen, alles aufs Haus, nur klar, logisch. Und dann die nächste Speise bzw. die Bouillon des Surprise, die wird als nächstes dann bezeichnet. Ja. Einen guten Appetit wünsche ich. Chris versuchte nun eine Reaktion herauszufordern, indem er die Serviette absichtlich auf den Boden wirft. Sowas schickt sich in einem Grand Hotel ja nicht. Sich schon das reichen, eben aufs Haus, das hat mir der aus der Küche sagen lassen, alles was jetzt eben getrunken wird, dass da klar aufs Haus geht. Und ich mal schon auf in Richtung Champagner gehen? Kann ich gerne gucken, was da ist und schön was anbieten. Gerne. Dankeschön. Ja, ein sehr nettes Ambiente. Ja. Abschluss des Abends ganz wohl, bevor Sie vielleicht wieder aufs Zimmer gehen. Ja, da wollte ich sowieso mal etwas trinken, damit es uns besser geht. Genau. Vielen Dank. So, wohl bekommst. Vielen Dank. Mein Liebster. Mein Liebster. Auf unserem Urlaub. Der möge er besser enden, als er begonnen hat. Ach ja, eine fruchtige Note. Sehr prickelnd. Also der Koffer, wie Sie jetzt gerade angesprochen haben, der ist mittlerweile auf dem Zimmer bzw. steht auch noch oben. Jemand hat gefragt, ist drüber gefahren. Ich weiß nicht, ist das Ihr Koffer gewesen? Erster Stock, Zimmer 123, 123. Sie sollten vielleicht gucken, dass Sie vielleicht den Koffer jetzt ins Zimmer reinbekommen und ja, dass sich dann noch Schlimmeres passiert. Also ich würde mich da sehr drüber freuen. Ich soll es Ihnen weitergeben. Es tut mir auch nochmal ganz recht herzlich leid, dass es jetzt alles ein bisschen so hoppla hoppt von dann gegangen ist. Das war das erste und das letzte Mal, dass die Waldlust uns gesehen hat.
und verklebt diese Aufforderung, dass wir jetzt, wo doch alles hier frei zur Verfügung steht, nein, wir sollen jetzt nach oben gehen und unseren Koffer mitkommen. Das hätte in der Zwischenzeit tun können, als er nach dem Whisky schaut, den wir immer noch nicht haben. Lass uns mal unseren Koffer reinbringen, diese Nacht vorüber gehen lassen. Genau, tun wir mal die Pflichten der Belegschaft. Nach den Triggern wollte man das Haus erstmal ruhen lassen und nutzte die Zeit, um sich nochmals zu stärken. Getriggert, also hat man das gut gesehen und jetzt sind wir eigentlich auf dem Level, haben wir auch schon mal so abgesprochen, dass wir hier im Speisesaal loslegen wollen. Einfach allgemein mal schauen, was hier so miteinander noch passiert oder wir erleben dürfen. Wir machen hier zusätzlich die Geschichte, dass Anja mit der Spielbox arbeitet. Also sie wird sich gleich hier hinsitzen, auch von uns ein bisschen abwenden, dass sie eigentlich nicht mitkriegt, was wir hier so tun oder was wir sagen. Die Geschichte haben wir schon öfters ausprobiert. Und das wollen wir jetzt hier auch nochmal ausprobieren und schauen, ob was hier im Speisesaal passiert. Später werden wir logischerweise dann uns hier nochmal splitten, also mehrere Teams, kleinere Teams bilden. Und dann werden wir uns hier in der Waldlust irgendwo aufteilen und schauen, ob wir andere oder vielleicht sogar noch ganz neue Eindrücke hier drin bekommen. Erst passiv, würde ich sagen. Seid ihr soweit? Ja, ich bin auf Go. Sit in im Speisesaal alle um 22:21. Nein, es war draußen im Motorrad oder sowas. Daniel, wo stehst du? Gibst du mal irgendwie ein Handzeichen oder sowas? Hinter Flügel. Steht hinter dem... Hinter der ER steht da noch jemand? Welche hinter? Hier auf der rechten Seite meinst du? Ja? Nein. Okay. Wie war das denn eine Karte, dass sich da auch was bewegt hat?
Also links fliegen wir, oder? Ja. Ich habe gerade hier drüben wieder was gesehen. Auch wieder eine Teestube, gell? Ja. Aber es war mehr in der Luft. Also, wenn es die Fledermaus ist, wäre es möglich. Und was Kleineres. Das Gefühl, dass ich was sehe in der Flügeltür, wo ihr hier reingeht zur Kaffeestube. In die Tür, wo zu ist. Ganz am Ende. Also das habe ich vorhin mal kurz gehabt, aber ich habe es eher auf einer Sinnestäuschung. Wo Maria das auch was gesehen hat. Sollen wir übergehen in die Aktiv? Übergang. Übergang in Aktiv um 22:30. Die Linie. Einen wunderschönen guten Abend. Und wir glauben schon die ganze Zeit, dass jemand mit uns hier in der Runde steht oder uns beobachtet, gerade im hinteren Schreibzimmer. Wenn das stimmt, dass wir jemand wieder, jetzt habe ich auch gerade jemand hinter wieder laufen gesehen. Wenn das stimmt, dass wir dich vielleicht wahrnehmen können oder wenn wir sie wahrnehmen können, können Sie sich bitte bemerkbar machen durch ein lautes, deutliches Klopfen, wieso? Unten. Was meinen Sie mit unten? Kälter? Wenn Sie unten meinen, dass Sie hier bei uns unten sind, dann kommen Sie doch bitte hier in den Speisesaal rein. Und hier sind Geräte auf dem Boden, die können Sie berühren. Noch darüber können wir sehen, dass Sie wirklich da sind. Wir können Sie so leider nicht sehen. Würden Sie das bitte tun? Was müssen wir wissen? Anja erzählt uns immer wieder, was sie versteht. Vielleicht können wir darüber mit Ihnen kommunizieren, wenn es Ihnen leichter fällt. Sind Sie ein Herr oder eine Dame? Klang rechts. Ist der jemand? Ne. Nochmal. Hat Pepsi vorher wahrgenommen im ersten OG? Pepsi ist die Dame, die hier rechts neben mir auf dem Stuhl sitzt. Ich.
Schnapp ihn. Wen? Im vorderen Raum sind Lichtveränderungen. Und was da, ne? Ja? Irgendwas hier vorne, oder? Nee, wenn du hier durchguckst. Rechte Seite? Ja. Ich bin der Meinung, dass ich auf der linken Seite irgendwas gesehen hätte. Und ich gucke jetzt, ich beobachte das, weil ich mir nicht sicher bin, weil ich auch in die Autos von draußen sehe. Was meinen Sie denn mit Schnapp ihn? Was wollen Sie uns damit sagen? Jetzt wieder. Jetzt fertig. Können Sie mir Ihren Namen nennen? Hat Ihnen das gefallen, was Sie vorher gesehen haben? Dieses Triggern, also wir nennen es Triggern. Waren Sie früher vielleicht auch hier im Speisesaal? Haben hier diniert? Gegessen, getrunken. Wohin? Wohin sollen wir gehen? Sollen wir das Haus verlassen? Ihrer Meinung nach? Jetzt nicht wahrgenommen. Wie viele Personen sehen Sie denn hier in diesem Raum? Oder kommt von oben etwas? Also abhauen wollen wir mit Sicherheit nicht. Wir haben ja gerade erst den Abend mit Ihnen begonnen. Genau vor mir. Ist kalt, warum? Und bei mir ist das Lustige, ich habe ein ganz heißes Ohr und ein ganz kaltes Ohr. Aber mir gerade schlagartig ziemlich kalt. Batterie. Waren Sie vorher oben bei mir? Da wurde es vorher auch mal so richtig kalt. Mein Akku ging von 18 Minuten jetzt gerade auf 2 Minuten runter. Okay, nice. Wenn die Kälte von Ihnen kommt, dann danken wir erstmal, dass Sie natürlich zu uns gekommen sind. Was war das? Ich habe mich bewegt, Entschuldigung. Sie werden sich an uns erinnern. Wir hatten hier damals mit einigen der Seelen, die sich hier noch befinden, Kontakt. Darunter war ein älterer Herr, ein junges Mädchen, ein Dienstmädchen.
Ich nehme wahr, dass hier mindestens eine Präsenz ist, die lauert. Sie waren vorhin schon da, als wir versucht haben, eine Situation aus der... Was hat sie gesagt? Nein. Nee, klein, oder? Klein? Ich hätte auch klein gesagt, ja. Okay. Heißt das, dass ein Kind wieder bei uns ist? Hab's mal nicht. Und wenn da ein Kind ist, dann bist du wahrscheinlich wieder nicht alleine. Oder bist du wieder geflüchtet? Entdeckt, sehr deutlich. Okay. Dann bitte ich dich, ein bisschen näher zu kommen. Vielleicht, wo ich stehe. Vielleicht magst du hier auf diesen runden Kreis, diese Tanzfläche hier mal gehen, wo ich jetzt gerade drauf stehe. Und mal zu mir kommen. So was wie oben kommt der Schlag oder so. Ja, dann hast du dich sicher, dass wir hier sind und wir wollen dir nichts Böses, sondern wir wollen dir helfen. Du darfst zu uns kommen und du darfst dich sicher fühlen. Das mag ich nicht. Warum magst du das nicht? Hast du Angst vor uns? Oder hast du Angst vor dem Onkel? Ich krieg Kopf hin. Musst du dich wieder verstecken? Sag uns bitte, wie du heißt, jetzt. Bauch mich an. Deswegen bist du gerade einen Schritt nach hinten. Hä? Bist du kurz einen Schritt nach hinten, wo du rausgelaufen bist. So, ich bin es. Also ich laufe jetzt diesen Weg mal zurück, was Peps gerade gelaufen ist. Und anscheinend seist du ja auf Männer eher positiv gestimmt. Kribbeln. Wenn du gerade bei mir bist, dann folg mir doch ganz einfach. Starkes Kribbeln. Ich gehe jetzt in die Bar rein. Und wenn du nicht möchtest, dass ich irgendwo hingehe, dann beweg die Tür hier vor mir oder klopf ganz laut. Aber ich muss dich schon hören. Folg mir doch ganz einfach. Okay, Bar, willst du nicht, dass ich reingehe? Das mache ich dann auch nicht, aber ich komme trotzdem. Ich gehe jetzt in die Bar rein
Warum? Ich muss hier nur ganz kurz durch, okay? Ganz kurz. Ich kann dich... Okay, ich gehe hier nicht durch. Keine Chance. Okay, ich gehe zurück. Wenn du das nicht möchtest. Ich respektiere das. Aber folg mir doch ganz einfach. Und komm hier wieder zurück. Wir haben jetzt gerade erstmal die erste EVP-Session gemacht im großen Saal. Blieb erstmal von Geräten her relativ ruhig. Ob man gut, EVPs wissen wir dann logischerweise noch nicht. Empfindungstechnisch gesehen hatte Sonja und Peps wieder viele, viele Sachen, Emotionen gespürt. Auch teils negativerer Natur. Wie weit wir das natürlich dann verifizieren können, müssen wir dann auf die EVP und die generell die ganze Auswertung abwarten. Wir haben viele Sichtungen gehabt, aber überwiegend halt wieder solche Augenwinkelsachen und da müssen wir auch mal gucken auf den Kameras, ob wir da irgendwas verifizieren können davon. Ja, wir haben aber, wie es gerade Chris schon erzählt hat, immer wieder dieses Gefühl, dass hier in dieser Schreibstube, wo ich jetzt gerade auch stehe, dass man da immer wieder so wie so eine Art Schattensichtungen hat oder meint, da jemand gesehen zu haben. Für mich war auch mal dann dieses Gefühl da, wo die Mädels gesagt haben, ich glaube, der ist eher Frauen nicht wohlgesinnt. Okay, dann probiere ich das mal selber aus und versuche mal so eine Runde hier zu gehen durch die Bar. Hatte aber dann wirklich so, wo ich auf Höhe der Bar war, muss ich schon sagen, da nicht das, die Ambition, da durchzulaufen. Irgendwas hat gesagt, nee, nicht gerade hier durchlaufen. Ich weiß nicht, war es Einbildung oder sonst irgendwas. Aber ich bin dann doch lieber wieder zurück, weil ich dachte, okay, bleiben wir lieber auf der sicheren Seite. Und ja, wir müssen es logischerweise auch da immer wieder hinterfragen. Gibt es EVP-technisch noch eine Stütze, die das Ganze, was man so ein bisschen bislang so wahrgenommen hat oder wahrgenommen hat, haben möchte, ob das irgendwie noch gestützt wird? Die Geschichte mit Anja war jetzt ganz interessant, die ganz gute Sachen hervorbracht hat, ohne zu wissen, was wir gefragt haben oder wie wir agiert haben. Und von dem her, ja, sieht bislang ganz gut aus. Aber jetzt wird es, glaube ich, mal Zeit, dass wir uns einfach mal trennen. Reinkommen. Wir kommen jetzt rauf. Hallo. Hallo. Was?
So, EVP-Session, fünfter Stock mit Pep, Sonja und Anja im Zimmer 520. Um 23:52 Uhr. Danke. Bauch. Was war das? Habt ihr dieses Mmm gehört? Nein. Das war kurz vor dem Knacken. Kann aber auch ein Motorrad oder was von draußen gewesen sein. Übergang aktiv. Um 23:59 Uhr. Dieses Knacken draußen ist ja fast so, als wenn jemand einen Schritt gemacht hätte. Oder? Wenn der Boden so knackt. Ja, oder? Türangel oder sowas. Hier sind ganz schlimme Sachen passiert. Sonja, darf ich die Kante nehmen? Ja. Ich sag euch, ich mag sie nicht. Ja, normalerweise nicht so, aber... Ach, immer hier war... Auch wenn ich nicht glaube, dass es der Ort ist, wo es passiert ist, hat es geduldet. Wir haben sie schon in vergangener Zeit mal gehört. Also Schritte ist uns nichts Unbekanntes. Wir haben auch gerade wieder von Schritten gesprochen, die über uns waren. Kann die Person, die das verursacht hat, bitte wiederholen? Oder bringen Sie mir doch bitte einen Kaffee vorbei, vielleicht sind Sie ja einer der Bediensteten. So ein Kaffee wäre jetzt gar nicht schlecht bei den Temperaturen hier. Rechts zum Treppenhaus hin oder nach links? Beides. Zweimal Schritte. Also erst was vorne, Treppenhaus? Ja. Dann kurz drauf hin. Micha steht auf. Daniel steht bei ihm im Gang. Können Sie ihn vielleicht berühren? Auf ihn zukommen? Nochmal? Ja, genau so wie. Ja? Nochmal? Moment. In dieselbe Richtung? Okay. Was? Hast du gesehen? Ja. Echt? Wo hast du jetzt gerade hingeplitzt? Hier, da rein. Da rein. Periscope? Hast du eigentlich die ganze Zeit schon da gestanden? Ja. Jetzt nehme ich die ganze Zeit nicht. Ja. Einen schönen guten Abend, wenn Sie die Person sehen, wovon wir gerade gesprochen haben, dann ja. Dann bedanke ich mich, dass Sie sich zu uns gesellen. Sind Sie ein Mann oder eine Frau? Sind Sie nur auf dieser Ebene immer unterwegs?
Und wenn ja, warum? Bleibt rot. Ganz kurz zur Erläuterung, weswegen ich jetzt gerade wegen den Blitzen. Ja. Hinter euch am Schatten, an der Wand war ein riesiger Schatten gewesen. Ich hätte das gedacht, dass es vielleicht jetzt zum Beispiel von dir der Schatten wäre. Aber wenn du es in dieselbe Richtung nochmal fotografiert hast, danach war er nicht mehr da. Okay. Ja, hinter ihm denn, oder? Genau, also hier an der Wand. Aber wirklich so riesiger Schatten bis an die Decke hoch. Okay, also hier, er, wo hier steht, meinst du, oder? Oder nee, nee, also, oder der Michael, wo jetzt sitzt. Der muss ungefähr hier gewesen sein, also richtig groß, aber direkt an der Wand. Das hatte ich jetzt in der Spiegelung vom Fenster gesehen gehabt. Okay. Also wenn jetzt der Winkel genauso war und sich keiner bewegt hat. Über draußen am Gong. Ja. Wenn, dann hätte ich jetzt eher an dich gedacht. Aber wenn du genau da gestanden hast die ganze Zeit, kann das ja nicht gewesen sein, wenn du im selben Winkel nochmal fotografiert hast. Nee. Eine Frau, altertümlich gekleidet in so einem rüschen Nachthemd mit hellblauen Blumen drauf. Und sie trägt so ein Teil, den man früher getragen hat. Nicht eine Haube, aber also nicht so, sondern wie eine Badekappe. So nett. Ja. War das für sie normal? Und rosa Plüschpantoffeln. Nicht Plüsch, sondern so wie Samt. Okay. Samt. Mhm. Ich habe hier etwas mitgebracht, womit wir vielleicht spielen können. Kannst du dir mal vormachen, das macht eigentlich eine ganz schöne Musik. Und das ist auch gar nicht so schwer zu spielen. Du musst einfach nur mit diesen kleinen Stäbchen sozusagen mit den Fingern hoch und runter spielen. Wenn du möchtest, kannst du das gerne mal ausprobieren. Ich leg dir das hier her. Komm doch an den Tisch und spiel mit dem Spielzeug, was Chris dir mitgebracht hat. Ist dein Geschenk. Nur für dich. Sehr schön, wenn du das mal ausprobieren möchtest oder könntest, wenn wir noch anwesend sind, aber falls du dich jetzt natürlich nicht traust, ich lasse das noch ein bisschen liegen, auch wenn wir danach weg sind und so lange, wie wir dann noch in diesem Gebäude sind, bleibt das dann auch liegen. Bist du da? Am Bett? Geh ruhig rüber zum Tisch, zum Chris. Trau dich. Wenn es dir gefällt, dann versuch's mal. Hört sich doch super an. Vielleicht macht's Chris nochmal vor.
Wenn Sie wollen, dass es aufhört, dann müssen Sie uns helfen. Dann können wir vielleicht Ihnen helfen, dass es aufhört. Boah. Was denn? Jetzt hatte ich gerade so dieses Gefühl, weil ich gucke ja da raus, ich habe so einen Fixpunkt. Ja. Als wenn sich gerade alles bewegt hat. Mhm. So als wenn der Boden mal ganz kurz so macht. Vielleicht ist es sogar die Uhr. Ich habe gerade den ganzen Körper kribbeln. Als nächstes gingen Peps, Anja und Sonja nochmal alleine in den Speisesaal, wobei die Jungs ebenso das Zimmer 520 aufsuchten, um ihre Eindrücke zu bekommen und vergleichen zu können. Waldlust, 5. OG. Wollen Sie uns irgendwas mitteilen? Irgendwas wichtig, was wir wissen sollten. Also wenn ich mich nicht täusche und Sie das grüne Licht hier am Bett berühren können, vielleicht sitzen Sie sogar am Bett, weiß ich nicht. Ich kann Sie ja leider nicht sehen. Aber es freut mich ja, dass Sie mit uns hier in der Runde sitzen. Warum sind Sie so negativ gestimmt auf Frauen? Auch. Haben Sie was erlebt in Ihrer Zeit? Warum sie so sind? Ist es ein Ja? Dann lassen Sie es bis ins Rote ausschlagen. Ein Ja? Ein bisschen stärker. Ich kann es jetzt gerade noch nicht so richtig deuten. Das ist nur zu regelmäßig. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob unsere Funkantenne oben was damit zu tun hat. Aber dann müsste ja kontinuierlich sein, oder? Nee, muss nicht. Muss nicht. Regelmäßige Abstände. Ja. Das ist ja relativ regelmäßig. Und gleich. Fühlt ihr was? Nee, ich bin total leer. Total neutral. Ja. Ich komme mal raus zu euch in Gang. Vielleicht, Micha, vielleicht kommt ihr dann zu mir und zeigt euch mal noch ein bisschen mehr, wenn es euch möglich ist. Schöne Sachen aus Holz. Wäre es vielleicht möglich, dass du irgendwo mal dagegen klopfst? Einfach nur damit wir wissen, wo du dich gerade befindest.
Ich habe mich gerade bewegt, ja, weil ich ein Geräusch da hinten vor gehört habe. Ich würde jetzt. Ich würde sagen, als wenn eine Sicherung folgen würde. Ja, also ich hätte es jetzt eher sogar als Tropfgeräusch interpretiert, aber hier kann ja nichts tropfen. Bleibt der Tropfen. Oder gibt es hier Möglichkeiten, Wassertropfen so vom Dach? Nein. Wie Wasser. Ich hatte vorhin, wie gesagt, wie Wasser im Rohr. Schwer zu definieren, ob es jetzt Heizungsrohr oder Abwasserrohr wäre. So, ich möchte mal was wieder machen, was ich eigentlich schon länger nicht mehr gemacht habe. Ich werde jetzt hier im 5. OG bzw. 4. OG mal alleine bleiben für einen Augenmoment. Ich möchte einfach mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt alleine hier bin. Vielleicht kriege ich ja mit dem Mädchen einen Kontakt. Alle anderen sind jetzt gerade unten und oben Lasergrid läuft auch, Paroscope habe ich hier, Ramport auch, Kameras laufen auch mit. Also ich möchte einfach mal schauen, was passiert, wenn man hier alleine ist, ob man denn andere Dinge wahrnimmt. Ist zwar tricky hier, werde ich wahrscheinlich auch nicht so lange machen wollen, aber probieren will ich das jetzt einfach mal, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Irgendjemand hier mit mir oben ist, der sich vielleicht bemerkbar machen möchte, der hier runterkommt zu mir. Vielleicht ist das Mädchen auch da. Und wenn jemand mit mir hier in der Runde steht, dann kannst du zum Beispiel hier einen Apfel essen. Du kannst die Türe bewegen. Ist außer mir irgendjemand noch hier, der mir was mitteilen möchte? Also ich bin jetzt schon zum 4. Mal hier. Das heißt, wenn du mir was mitteilen möchtest, dann mach das doch bitte jetzt. Wie ist denn dein Name? Bist du alleine hier? Also ich bin jetzt gerade alleine hier. Und wird dann später wieder zu den anderen gehen. Und klar, ich möchte dir klar die Möglichkeit geben, vielleicht waren das jetzt dir auch alles zu viel Leute hier. Hier habe ich das Paroscope vor mir, also ein kleines Gerät. Das macht denn so Lichter. Die Antenne kannst du berühren. Oben sind Spielsachen, da ist ein Ball. Kannst du den hier runterspielen oder runterkicken, dass der Ball zu mir hier runterkommt? Wie heißt du denn? Und vorher waren drei Mädels hier oben. Und die waren ja nicht so erfreut. Ich weiß nicht wieso. Ich verstehe das nicht. Also hier ist es doch nicht so schlimm. Wer ist denn hier, dass ihr keine Mädchen oder keine Frauen hier haben wollt? Gibt es da einen Grund dafür? Also als allererstes haben wir natürlich erstmal hier unten angefangen, alle zusammen. Und war schon interessant, es waren Energien da. Nur wir haben dann gedacht, so jetzt, wir teilen uns auf, Männlein, Weiblein, weil auch hier unten die Reaktionen tatsächlich unterschiedlich waren zwischen
auf Männlein und Weiblein. Und deswegen haben wir gesagt, wir splitten uns jetzt. Wir Mädels sind ganz nach oben mit ins Zimmer 520. Ja, und das war dann da oben. Ich weiß nicht, ob ich es interessant nennen soll. Natürlich, Informationen immer interessant. Aber es war dann doch auch sehr emotional auf eine Art, aber es ging dann schon emotional in die Richtung, dass man sauer war. Ja, und dann hoffen wir, da hoffe ich natürlich ganz extrem noch auf Antworten auf ein EVP-Gerät. Als letzte Aktion des Abends gingen Anja, Daniel und Chris in den Bereich, wo sich einst die Bediensteten aufgehalten haben sollen. Hier sollte die Spiritbox nochmal in Einsatz kommen. Wollen wir gleich anfangen, oder? Ich würde schon gleich reinstarten. Ja. Anja, bereit? Ja. Genau, wenn sie nicht antwortet, ist er bereit. Hier oben war der Bereich von den Bediensteten. Die haben ja hier oben ihre Zimmer gehabt. Kann es sein, dass noch der ein oder andere sich in diesem Bereich hier oben aufhält? Des Weiteren sitzt von uns eine Dame am Fenster. Die hört etwas über Kopfhörer. Und wenn du es schaffst, da hineinzusprechen, dann kann sie uns das dann auch sagen. Und dann können wir darüber dann auch direkt miteinander reden. Wer bist du? Also ich bin der Chris. Ich bin der Daniel. Und die Dame, die gerade die Frage gestellt hat, die hoffentlich von dir kam, das ist die Anja. Wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal auf denselben Weg einen von unseren Namen wiederholen oder deinen eigenen Namen nennen, sodass die uns den sagen kann. Die sind unten geblieben. Wollen sie die ganze Zeit unten bleiben oder wollen sie irgendwann abbauen? Nein, Micha wollte erstmal nicht mehr hoch wegen der Pumpe. Ah, okay, gut. Deswegen würden wir Sie bitten, an eines unserer Geräte zu gehen, damit wir sehen, visuell, dass Sie da sind. Also abgesehen von uns dreien, die jetzt hier sozusagen in diese Gemächer eingedrungen sind. Tut mir leid. Wie viele sind denn noch außer uns dreien hier? Ich bewege mich. Ich habe von Besuchern gehört, dass hier öfters mal auch jemand gesehen wird in diesem Bereich, der mal so aus einem Raum hervorguckt, wer denn so hier oben ist. Wer ist denn die neugierige Person? Kannst du dem Chris noch irgendwas ganz deutlich sagen? Ganz, 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 ganz deutlich. Geh nicht zu weit. Geh nicht zu weit. In Gruppen. Hä? Geh nicht zu weit in Gruppen.
Naja, also wir als Gruppe würden dann halt jetzt untergehen, abbauen, um wieder nach Hause fahren. Und dann kommen wir irgendwann in ein paar Monaten wieder. Ja, beeindruckend bei dieser vierten Untersuchung von der Waldlust war schon, dass wir da im Vorfeld sehr viele Gespräche geführt haben. Was kann man denn erneuern? Was kann man Neues machen? Gibt es da neue Ideen überhaupt? Man war ja schon so oft dort und ich fand es schon cool, dass man jetzt gesagt hat, okay, komm, wir machen dieses, ich nenne es ja immer wieder dieses Triggern Deluxe, wo wir ja schon im Hotel, wo wir untergebracht waren, da haben wir uns im Vorfeld ja schon getroffen, haben dann nochmal ein kurzes Briefing gehabt. Und du hast ja zwei DDRs, die mit drauf halten. Zumindest brauchst du einen irgendwo, der die Geräte in den Fokus hat. Sollte man dann vielleicht eine zweite Kinect mit auf die Bar richten? Wir haben ja dann zwei Kinect-Systeme. Das wäre jetzt die Frage. Haben wir noch ein zweites? Dann wäre das noch ein aufgeladen und? Weil ich die zweite vielleicht müssen wir noch Zimmer 200 oder 300 groß machen. Das würde ich auch später machen. Also jetzt vielleicht nur auf die andere Kinect, die wird ja dann sicherlich nicht im Speisesaal bleiben. Da haben wir dann schon gemerkt, da geht jetzt schon eine neue Idee in Raum, wo man dann einfach den abgesprochen hat, wer ist dann quasi in welcher Welt unterwegs. Wir als Protagonisten haben dann quasi unsere Welt gespielt und uns hat eigentlich auch nicht interessiert, was um uns herum passiert. Diese Aufgabe hatten in dem Moment Peps, Sonja und Daniel, die dann das Geschehen um uns herum ein bisschen beobachtet haben. Tatsächlich haben wir auch eine Reaktion gehabt. Peps ganz allein oben im ersten OG. War auch ganz tricky da oben für sie, sagt sie selber. Und ja, also das fand ich schon mal ganz was Neues, was anderes, dass man da einfach mal an diese Situation mal versucht, so ranzugehen, mit neuen Ideen. Das fand ich schon cool, dass man mal so in diese Waldlust-PU reingeht. Wisst ihr wer? Ja, durchaus gibt es da überraschende Sachen bei den Ergebnissen. Also zum einen haben wir wieder ein paar Sachen gelernt, wie das halt so oft ist. Wir haben halt festgestellt, dass es vielleicht Sinn machen würde, die Kameras letztlich, wo es geht, zu synchronisieren. Wir haben festgestellt, dass beim Triggern etwas zu leise gesprochen wurde. Dadurch ist einfach die Gefahr dann gegeben, dass Wörter verschluckt werden, die dann als EVP irgendwo wieder auftauchen. Wir hatten das zweimal. Konnten es aber in beiden Fällen dann dank Abgleich Ton und Bild wieder debunken. Wird die Peps sicherlich dann auch gleich nochmal was dazu sagen. Ergebnistechnisch, ja, also wir haben gerade wieder dieses vierte, fünfte OG ja in Fokus genommen. Speisesaal ist da klar auch immer interessant. Wir haben aber wieder so viele Untersuchungsergebnisse gedeckt bekommen mit vergangenen Untersuchungen. Neue Dinge gab es. Mitunter, was Sonja aufgezeichnet hat auf ihrer Cam, fand ich jetzt diesmal ganz interessant, wo dann, während wir da im Speisesaal unterwegs waren, hatte ihre Kamera da was aufzeichnen können. Und das ist schon ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, also es macht Sinn, da weiter zu untersuchen. Vielleicht kriegt man da auch mal was Neues raus, vielleicht auch irgendwann mal Namen, das wäre ein klarer Hit. Aber aufgrund der Spiritbox-Geschichte, das hat Sonja vorher schon erwähnt, finde ich es immer auch da interessant, mal genau hinzuhören, was da so durchkommt. Vielleicht kriegt man auf diese Ebene vielleicht doch auch noch ein bisschen mehr raus. Das Thema immer wieder die gleiche Location. Man lernt eine Location nicht in einmal kennen. Man weiß bei einmal nicht, was kommt noch, was war. Man wertet aus nach einer Untersuchung. Es gibt vielleicht Ergebnisse, darauf kann man aufbauen. Und warum soll man nicht Ergebnisse weiterverfolgen, wenn man die Chance dazu hat? Warum soll man sagen, nach einem Mal untersuchen, ist diese Location passé? Den Ergebnissen für mich selber faszinierend, dass es tatsächlich so ist, das fällt mir in letzter Zeit öfters auf, dass unsere Kameras, die Mikrofone der Kameras einfach mehr aufzeichnet wie unsere Diktiergeräte. Ich weiß nicht, sind unsere Diktiergeräte, sind die mittlerweile zu fein abgestimmt?
nehmen die Kameras gröber auf. Ja, da müssten wir mal einen Technikmenschen fragen, woran das liegen könnte. Das ist, was mir auffällt. Auch diesmal wieder so, die Kameras haben tatsächlich tonmäßig mehr eingefangen wie die Diktiergeräte. Hier sind ganz schlimme Sachen passiert. Okay. Für mich ist das in der Untersuchung oder in der Situation tatsächlich so wie ein Film von meinem Auge. Also ich sehe plötzlich eine Szene. Ja, da sehe ich vielleicht sogar die Person, die in dieser Szene beteiligt ist, wie jetzt an der Waldlust, habe ich ganz klar auf diesem Bett diese alte Frau liegen sehen. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass da irgendwie das ganze Setting da war. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, was da für Bilder an der Wand gehangen haben. Aber für mich war diese Frau fast plastisch. Wie sie da lag in ihrem Nachthemd mit diesen hellblauen Rosen und mit diesen Samtpantöffelchen und dieser komischen Kopfbedeckung. Das war für mich fast plastisch. Und es hört sich natürlich immer total verrückt an für Leute, die das nicht kennen oder die einfach auch nicht in diese Materie oder mit dieser Materie sich beschäftigen wollen. Aber es ist tatsächlich eine Art der Kommunikation, die man dann hat, mit dem, was man sieht. Also manchmal sehe ich auch nichts und habe nur eine Art Kommunikation. Höre also plötzlich jemanden oder glaube plötzlich jemanden zu hören, der halt irgendetwas sagt. Das können dann so brüchige Wörter sein, so einfach nur ein Wort oder es ist halt tatsächlich mal ein ganzer Satz. In allen Fällen ist es vor allen Dingen aber Emotion, die ich merke. Also da ist eine atmosphärische Veränderung, die ich halt irgendwie wahrnehmen zu glaube. Also ihr merkt, ich bin da sehr vorsichtig, ne? Weil hört sich ja schon verrückt an. Ist aber tatsächlich so, ne? Und diese atmosphärischen Veränderungen halt eben lösen bei mir Emotionen aus. Das kann dann halt eben sein, dass ich von jetzt auf gerade eben furchtbar traurig werde oder auch furchtbar wütend. Und das alles zusammen, dieses Konglomerat an unterschiedlichen Einwirkungen, das ergibt dann letztlich diese Art von Geschichte, die ich dahinter zu erkennen glaube. Auf diesem Weg möchte ich mich bei der ganzen Vorstandschaft des Denkmalvereins logischerweise wieder bedanken, die uns es ermöglichen, überhaupt bei dieser Location immer wieder vorbeischauen zu können. Wir freuen uns auch schon aufs nächste Jahr und wer weiß, was die Wald uns das nächste Mal zeigt. Vielen Dank dafür.